Morgen kommt die US-Berichtssaison mit den US-Banken Goldman Sachs, JP Morgan und Wells Fargo so richtig in Fahrt. Und anlässlich dieser US-Berichtssaison wollen wir uns in diesem Video mal anschauen, wie billig eigentlich US-Aktien sind. Und sie sind dermaßen billig, dass sich jeder längerfristige Investor schon fragen muss, so billig, dass es einem fast schon unangenehm ist. Naja, nicht ganz. Jedenfalls gibt es ja eine Unterscheidung zwischen Trading, das ist kurzfristiges, oder Spekulieren, kurzfristiges Handeln, und Investieren, das ist eher langfristiges Handeln. Das ist ein Investment in die Zukunft, und wir schauen mal, welche Preise man für dieses Investment in die Zukunft bezahlt, eben indem man investiert und nicht spekuliert. Das will ich in diesem Video kurz mal anreißen. Heute aber natürlich der große Trigger, die US-Verbraucherpreise, die Inflationsdaten, und siehe da, sie sind ein bisschen höher ausgefallen. 2,6% Anstieg zum Vormonat, größter Anstieg, 0,6% nämlich zum Vormonat seit 2012. Also schon eine Hausnummer, aber die Märkte haben sich gedacht, ja, hätte schlimmer kommen können, nachdem in der letzten Woche die Erzeugerpreise doch ziemlich deutlich über der Erwartung waren, hat man also mit dem Schlimmsten gerechnet. Es war dann über der Erwartung, aber halt nicht deutlich über der Erwartung. Also hat man sich gesagt, ist doch schick. Renditen für Staatsanleihen sind ein bisschen zurückgegangen. Die Aktienmärkte unterschiedlich. Nasdaq heute mit einem neuen Allzeithoch. Hat er jetzt auch geschafft nach S&P und Dow Jones. Aber Dow Jones und vor allem die Nebenwerte heute schwächer. Also eine gemischte Situation an den Märkten. S&P 500 zuletzt leicht im Plus. Hier sehen wir mal die Anstiege der Headline. Inflation 2,6%. Wie gesagt, wenn Sie hier einen Aufwärtstrend erkennen, haben Sie mit Sicherheit Tomaten auf den Augen. Also das ist denn nicht schlimm. Vor allem nicht, weil im nächsten Monat, nämlich im April, wir dann wahrscheinlich die größte Zahl in Sachen Inflation bekommen werden in der Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie. Energie war das, was vor allem jetzt die Preise im März nach oben getrieben hat. Jedenfalls dürften wir dann im April, wenn also die Aprildaten veröffentlicht werden, was dann praktisch ein Jahr später der Fall ist, gell, erst im Mai, dann werden wir sehen, dass wir wahrscheinlich die höchste Rate seit 1983 haben. Warum? Weil die Kerninflation eben im April 2020, Hochpunkt der Corona-Krise, wenn man so will, bei minus 0,4% lag. Und wenn wir jetzt selbst eine durchschnittliche Zahl von plus 0,2 bekommen, dann wäre das ein ziemlich saftiger Anstieg, ebenso saftig wie seit 1983 nicht mehr. Aber kommen wir jetzt mal zu den Bewertungen. Schauen wir uns das mal an. Und da sehen wir hier, wir starten jetzt in diese Berichtssaison. Wir sind um und bei, naja, 8% im S&P 500 gestiegen seit Ende der letzten Berichtssaison. Nicht schlecht, kann man sagen. Und hier sehen wir, dass wir jetzt im vierten Quartal 2020 ziemlich genau auf dem Niveau lagen wie im ersten Quartal 2018. Also an der Gewinnsituation der Unternehmen hat sich eigentlich nicht viel verändert. Aber die Kurse haben sich leicht verändert, könnte man sagen. Der S&P 500, 1100 Pünktchen höher, also so um und bei 25%. Also ist da schon mal ein erstes Bewertungskriterium in Relation Aktienkurse zu Gewinnsituation erkennbar, geradezu fühlbar vielleicht. Jetzt schauen wir uns mal noch weitere Grafiken an. Hier sehen wir mal den S&P 500. Den Real S&P 500, also Bewertung des S&P 500 oder Kurs des S&P 500 minus Inflation, und auf der anderen Seite die sogenannten Real Earnings, also die Gewinne der Unternehmen minus Inflation. Und wir sehen hier dunkelblau sind die Gewinne, und wir sehen, wir sind mit den Kursen schon ein bisschen vorausgelaufen. Das war noch ein bisschen krasser kurz vor Ausbruch der Finanzkrise, sonst allerdings nicht. Also auch hier muss man sagen, ist das durchaus längerfristig vielleicht ein Problem, kürzerfristig wahrscheinlich nicht, oder zumindest nicht ist das ein wirklich geeignetes Timing-Instrument. Aber wir sehen das in der Central Bank Bubble, in der Zentralbankenblase, in der Allesblase, in der wir uns da derzeit befinden, die Dinge doch schon durchaus sportlich gelaufen sind. Wenn wir uns jetzt mal das sogenannte CAPE, also das Schiller-KGV anschauen, das ist das Kursverhältnis, das nicht nur ein Jahr umfasst, wie es meistens eben bemessen wird, sondern die letzten 10 Jahre, und das inflationsbereinigt.
schwierige Geschichte, inflationsbereinigtes Kursgewinnverhältnis der letzten 10 Jahre, dann sehen wir, wir sind jetzt durchaus sportlich unterwegs, zweithöchster Wert, den wir jemals erreicht hatten. Wir waren nur in dem Zeitraum zwischen 1990 und 2001, also als es dann vor allem mit den Tech-Werten nach oben ging, als im Gefolge noch von Reagan etc. Deregulierung, die in goldenen 90er Jahre unter Clinton, Wirtschaftswachstum, alles war super. Da waren wir noch ein bisschen sportlicher bewertet als jetzt, aber nur damals, und auch damals war es ja die beste aller Welten, so ist jetzt eben auch die beste aller Welten. Die Pandemie geht schon vorbei, gell? Und dann haben wir den totalen Boom, der dann kommt, so die Mainstream-Logik, so der Konsens. Und dann haben wir obendrauf noch eine Fed, die also ewig lang Geld drucken wird. Da kann ja nichts schief gehen. Dementsprechend sind die Bewertungen natürlich gerechtfertigt. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie der S&P 500 seit der Finanzkrise, seit dem Tiefpunkt der Finanzkrise erreicht im März 2009, wie viel Prozent er da gestiegen ist, nämlich 463%. Jetzt haben wir die berichteten Earnings per Share, also die Gewinne pro Aktie, sind um 318% gestiegen, immerhin. Operating Earnings per Share allerdings nur 278%, und jetzt hier die Sales per Share, also der Umsatz pro Aktie, dagegen nur um 66%, liegt vielleicht daran, dass die Unternehmen so ein bisschen hier Bilanz, wie soll man sagen, Kosmetik vielleicht betreiben, sodass die Gewinne dann ein bisschen besser aussehen. Diese Bilanzkosmetik ist ja zum Beispiel, wenn man eigene Aktien zurückkauft, praktisch dem Markt entzieht, dann ist ja der Gewinn pro einzelne Aktie, die dann überhaupt am Markt noch sind, eben höher geworden. Dementsprechend muss man das mit ein bisschen Skepsis sehen. Mit Skepsis sehen manche, aber nur die unverbesserlichen Pessimisten, dass der S&P 500 jetzt zwischen Kassaeröffnung und Kassaschluss, zumindest in Gestalt des Spiders, also des maßgeblichen S&P 500 ETFs, 12 Handelstage in Folge gestiegen ist. Mal sehen, ob es heute der 13. wird. Relativ knapp, wie gesagt. Dow Jones im Minus, Russell im Minus, S&P leicht im Plus, Nasdaq deutlich im Plus oder deutlicher im Plus. Und wenn wir uns jetzt mal angesichts dieser Bewertungssituation anschauen, wie denn die Herrschaften so positioniert sind, Overweight Equities, nehme ich hier in der Umfrage der Bank of America, die ja die ganz großen Dickfische befragt, ja, wie hältst du es denn mit deinen Positionierungen, wo siehst du Risiken, wo siehst du Chancen etc. Und hier sehen wir, wir sind jetzt fast auf einem Hochpunkt derjenigen, die Overweight Equities sind. Wie gesagt, die bleiben übergewichtet, solange kein Trigger kommt, der sie dazu zwingen würde, rauszugehen. Aber wir sehen auf der anderen Seite eben auch, dass wir jetzt defensive Sektoren in Relation zu zyklischen Sektoren, zyklische Aktien profitieren normalerweise dann, wenn die Wirtschaft richtig brummt. Das ist ja das, was die Märkte derzeit erwarten. Zyklische Sektoren sind zum Beispiel Discretionary, Industrials, Materials, also all das, was man braucht, wenn es irgendwie boomt, während eben defensive Aktien Utilities sind, also Versorger, Gas, Strom, Wasser, Staples, Consumer Staples, also Dinge des täglichen Gebrauchs, und Healthcare, also alles, was mit Gesundheit irgendwie zu tun hat. Jedenfalls sehen wir, dass wir da schon ziemlich ausgebombt sind. Derzeit also hat der Markt nicht so Lust auf defensive Sektoren, sondern spielt eben die Zyklika. Aber das könnte bald ausgereizt sein. Die Stimmung ist euphorisch. Wir sehen, in der Umfrage unter US-Privatinvestoren haben wir jetzt den geringsten Stand seit März 2019. Normalerweise geht es nicht wirklich unter die 20%, die noch bärisch sind. Das sind dann so die letzten Mohikaner, die standhaft an Kursrückschläge glauben. Und wenn wir jetzt wieder zurückkehren zu der Umfrage der Bank of America, muss man sagen, dass die großen Dickfische deutlich optimistischer geworden sind, was die Konjunktur betrifft. Nämlich inzwischen erwarten mehr dieser Befragten eine V-Erholung, also eine schnelle Erholung der Konjunktur, statt einer U- oder einer W-Erholung. Also dieses W rauf, runter, runter, rauf, das erwartet man nicht mehr. Die Amerikaner erwarten das nicht mehr. Wir haben ja da leider ein bisschen andere Thematiken in der Verhandlungsgenialität der EU, sei Dank. Und dann hier mal die Frage auch an die Bank of America Investoren oder an die großen Dickfische. Wo befinden wir uns eigentlich? Ist das jetzt eine Blase? Da sagen inzwischen nur noch 7%. Ja, ist eine Blase. Das war noch im März, also
Im Vormonat waren das 12%. Also da haben viele gesagt, also das muss schon irgendwie gerechtfertigt sein. Wir sehen aber, dass doch jetzt diejenigen immer mehr zunehmen, nämlich weit über 60%, die sagen, ah, wir sind in einer späten Phase des Bullenmarktes. Aha, man ist da also sich eines gewissen endlichen Zeithorizonts möglicherweise bewusst. Interessant ist auch, was hier an Risiken gesehen wird durch diese großen Investoren. Und es war zuletzt noch im März die Inflation vor dem sogenannten Taper Tantrum, also praktisch vor der Aussicht, dass die Fed sich aus den Anleihekäufen verabschiedet. Gestern hat James Bullard von der St. Louis Fed gesagt, ja, wenn wir jetzt 75% der Amerikaner geimpft haben, dann könnten wir mal langsam die Diskussion eröffnen. Nicht, dass wir es machen, aber wir könnten die Diskussion eröffnen, dass wir vielleicht mal irgendwann die Anleihekäufe reduzieren Richtung Null. Man fürchtet jetzt allerdings eher Higher Rates, also Anstieg der Kapitalmarktzinsen. Das hat deutlich zugenommen. Obwohl die Renditen ja nicht wirklich gestiegen sind, für etwa für die 10-jährige Staatsanleihe. Vaccine Rollout, also praktisch die Versorgung mit Impfstoff, hat etwas zugenommen. Heute dazu gleich eine Meldung. Und die Peak Economics Growth, sieht man Peak Economic Growth. Also man sieht, bei ganz wenigen sehen immerhin, dass wir schon das Ende des Wachstums erreicht haben. Das war im letzten Monat überhaupt noch nicht der Fall. Das hat gar keiner gesehen. Übrigens hier noch abschließend, nur 74% glauben, dass Bitcoin eine Bubble ist. Ahnungslose Boomer, muss man sagen. Und schauen wir uns jetzt mal an eben diese Vaccine Rollout, was ich vorhin angesprochen habe. Wie schaut es aus mit der Impfstoffversorgung? Jetzt ist im Grunde mit Johnson & Johnson genau das Gleiche passiert, was hier in Europa mit AstraZeneca passiert ist. Beides sind ja sogenannte Vektorimpfstoffe, basieren also nicht auf der mRNA-Technologie, die ja neuartig ist und von Pfizer, BioNTech etc. verwendet wird. Jedenfalls ähnliches Ding, Thrombosen hier aufgetreten, deswegen jetzt die Amerikaner ist das erstmal gestoppt, wird wahrscheinlich so laufen wie mit AstraZeneca hier in Europa, wird man dann nach einiger Zeit, nach ein paar Tagen wieder zulassen, wird aber dann eben auch bedeuten, dass da eine gewisse Skepsis in der Bevölkerung wahrscheinlich der Fall ist und Zero Hedge merkt hier an, Mensch, ist doch super, wenn jetzt der Johnson & Johnson erstmal anhält mit den Impfungen, dann wird es länger dauern, bis diese 75%, die James Bullard hier ins Spiel gebracht hat, an Geimpften, bis man dann die Taper-Diskussion beginnt, dann wird das länger dauern. Dementsprechend ist das natürlich ungeteilt bullisch. Aber wer ist der Gearschte auf Deutsch gesagt? Die EU, weil wir haben ja nur großartig AstraZeneca, wir haben auch Pfizer Moderna, aber wir haben uns schon ein Stück weit auch auf Johnson & Johnson verlassen. Wie gesagt, es ist zu erwarten, dass das bald wieder zugelassen wird, aber Johnson & Johnson hat jetzt schon erstmal gesagt, ja, wir liefern jetzt erstmal deutlich weniger nach Europa, aber das war schon ein wichtiger Baustein für das, was an Prognosen hier für die EU erwartet war in Sachen Impfung. Und da sind wir diejenigen, die wieder mal am stärksten betroffen sind, weil wir eben sehr stark auf AstraZeneca und Johnson & Johnson setzen und setzen mussten. Naja, und insgesamt muss man sagen, das ist etwas, was schon gestern passiert ist, aber vielleicht angesichts der Lockdown-Überbietungen mal erwähnt werden sollte, die sogenannten Aerosolforscher. Manche haben ja gar nicht gewusst, dass es solche Leute gibt, gell? Was machen Sie beruflich? Ich bin Aerosolforscher. Ach so, ja, ganz klar. Mein Nachbar auch, gell? Also jedenfalls diejenigen, die Aerosole, gell? So heißt es, die diese Luftpartikel also erforschen, die haben gesagt, also drinnen lauert die Gefahr, die Ansteckungsgefahr draußen läge im Promillebereich, also nicht mal bei 1%, wenn man das übersetzt. Und die Politik betreibe hier eine Holzhammer-Methodik durch diese komplette Lockdown-Geschichte, Ausgangssperren etc. etc. Da könnte etwas dran sein, möchte man sagen, aber sie wissen natürlich, was sie tun, unsere Obrigkeiten, das haben sie schon immer gewusst, wenn sie es nicht gerade mal zwischendurch vergessen hatten. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Auch heute das Volumen an den Aktienmärkten mit einer kurzen Ausnahme, nämlich als die Daten zur Inflation, zu den US-Verbraucherpreisen veröffentlicht wurden, wieder sehr, sehr mau. Man kommt noch nicht so richtig in den Quark. Irgendwie diese Frühjahrsmüdigkeit, diese Lustlosigkeit, Märkte gehen so langsam nach oben. Also denkt man sich, ja, muss ich nichts tun, kann ich weiterschlafen. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Immerhin heute so ein bisschen mehr Aufregung, Johnson & Johnson und vor allem die US-Verbraucherpreise.
Da war wenigstens ein bisschen Action, gell? Sonst wäre der eine oder andere mit seiner Stirn wahrscheinlich frontal auf die Tischplatte gestoßen. Also, ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.